Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play System Shock 2, heute am 26.01. um circa 19:30 in der Früh. Jo, ich habe letztes Mal versprochen, ich würde nochmal hier hinlaufen, da wo ich weiter muss, und ich hoffe mal, ich bin hier richtig. Ich weiß ja gar nicht mehr, schon wieder eine Woche her, wo ich aufgenommen habe. Aber es sieht so aus, als wenn das der wäre. Ich gucke mal kurz auf die Karte. Ja, den habe ich noch nicht erkundet, nur zum Teil. Alles klar. Gut, wir müssen den nächsten Simulationschip hier nochmal irgendwo einheimsen. Fuck you, echt, du dummes Stück. Okay. Ich muss die Sicherheitsgeschichte einmal hier hacken. Hallo? Als allererstes muss ich mal ein bisschen lauter machen. Ich höre hier gar nichts. Ey, kann ich hier die Schwerkraft ausstellen? Das wäre mega geil. Schade, ich kann da nichts machen. Echt schade. Okay. Das ist ein Hybrid. Hallo! Ein Granatenhybrid! Hier ist vielleicht doch ein bisschen laut. Scheiße! Oh mein Gott, mein Gott, mein Gott. Geht ja schon mal gut los hier, ey. Leck mich am Arsch. Nehmen wir Granaten, nehmen wir mit. Kann man bestimmt vielleicht immer noch mal gebrauchen. Habe ich noch? Okay, das ist alles stromisiert. So. Was ist das? Molekularanalysator. Was war das nochmal? Irgendwas habe ich da doch gefunden. Stimmt. Ich weiß nicht mehr genau, was das kann. Schon als Reparaturwerkzeug verkauft, was seine Fähigkeiten klar unterbewertet. Baut es im perfekten Zustand wieder auf. Okay, alles klar. Richtig gutes Ding, sollte ich mir auf jeden Fall aufheben. Okay, Vorsicht. Oh! Oh mein Gott, die gehen mir so auf den Sack. Bronson weiß es. Ich werde nicht zulassen, dass sie unsere Arbeit zerstört. Habe eine kleine Überraschung für Sie vorbereitet. Wer auch immer sich dem Computerteil nähert, wird das bereuen. Oh ja, bereuen. Das macht ja Spaß. Den muss ich auch noch irgendwo einsetzen, einen interpolierten Simulationschip. Da habe ich noch keine Möglichkeit für gefunden. Okay. Lauf! Nein, nicht bücken! Nein, 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 nein! Okay, irgendwie habe ich es überlebt. So, leck mich! Stopp. Hallo? Oh Mann, 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 Mann. Der Bereich ist nicht ohne. Mal vorsichtig, vorsichtig. Okay, da ist die Luft rein offensichtlich. Ich brauche ein Heilgerät. Was ist das? Aha. Einfach mal ein Raum, der einfach mal da ist, ne? Ohne dass ich irgendwas damit anfangen kann. Auch nicht schlecht. Fuck, ey. Okay, da ist die Luft auch rein, sehr gut. Hallo Affe, was geht? Der tut mir ja gar nichts. Es tut mir leid. Scheiße. Ah, guck mal hier. Haben wir nochmal so ein Wartungsgerät. Oder, nee, es war Software. Oh Mann. Jetzt könnte ich auch noch irgendwo hingehen. Ich weiß gar nicht, wo ich hin soll. Mensch. Tut mir sowas doch nicht an. Ja, 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 ja. Okay, alles klar. Was mache ich denn jetzt? Einfach drauf oder was? Komm, einfach ein bisschen Scheiße drauf. Oh, boom, selbst getötet. Das war klar, das passiert. Aber hey. Wie viel kannst du aushalten? Konnte ich. Ja. Nein! Ich dachte, ich hätte noch einen Schlag. Vielleicht doch ein bisschen leiser. So. Beschwert sich hier nur jemand. Nein! Nein! Ich krieg's nicht hin. Ich könnte mich einfach heilen, natürlich, natürlich. Oh fuck. Oh fuck. Einmal da bin ich noch. So, und jetzt raus. So, den Rest mache ich mit meiner supergeilen Laserpistole. Haha. Ich hoffe mal, es klappt. Oh fuck. Ja, gut. Double Kill. Ach ja. Hier auf den Sack. So, meine Fresse. Ich muss mich heilen. Das wäre, glaube ich, gar nicht so verkehrt, ne? Aber ich wollte eigentlich nur wissen, was hier ist. Ah, okay. Hat sich ja voll gelohnt. Expert-Tech-Implantat. Was macht das? Was macht das? Meine Hacking-Fähigkeit. Yo, steigert die Hack-Reparatur- und Modifizierfähigkeiten. Das ist geil. Den behalte ich, auf jeden Fall. Weil das sind mal tolle Eigenschaften. So, gut, okay. Ich hoffe, wir gehen erstmal runter, oder? Weil da hinten geht's auch runter. Gut, okay. Hier spricht Xerxes.
Um 0200 wird Protokolleinheit T892/2. Fuck! Das habe ich nicht kommen sehen. Stimmt, diese scheiß Bienendinger gibt es dir auch noch. Ich vergaß. Ich bin echt am Überlegen, soll ich mal zurückgehen? Soll ich mal zurückgehen, mich nochmal heilen? Wobei, ich müsste hier, ich meine, das ist ja eine zivile Station hier. Da sind ja Baracken oder was ist das, wo wir hier gerade sind. Da müsste doch eigentlich auch was zum Heilen sein, oder? Ach, ich weiß es nicht. Keine Ahnung, wie sieht die Map überhaupt aus? Ach, guck mal, da oben der komplette Bereich, den habe ich noch gar nicht erkundet. Ja, komm, weißt du was? Fress mir so eine Drüse. Wir haben ja genug Heil-Items. Da hat auch jemand mal zurecht gesagt, ne? Ich schreie die ganze Zeit beim Monitor an, ne? Und sag, hör mal, Dennis, heil dich doch einfach, du gottverdammte Scheiße. Also, ich habe mich jetzt nicht gottverdammte Scheiße genannt, glaube ich zumindest. Aber ich kann es nachvollziehen. Weil ich habe da irgendwie. Ich weiß nicht, wofür ich die aufhebe. Ich muss sie einsetzen, wenn ich keine Energie mehr habe. Und ich habe so oft keine Energie mehr gehabt. Was war die Cybersonde? Was kann die nochmal? Depp. Dann bin ich der Cybersonde nur einen erfolgreichen. Achso, das war der Spontan-Hack. Hier spricht Xerxes. Um 0200 wird Protokolleinheit T892/2. Okay. Speichern wir nochmal. Zeitbereich von Deck 5 eine dichte Lesung veranstalten. Einfach zerstören, oder? Ja, eines grausamen Todes. Was ist das? Unerforschtes Objekt, guck mal. Hau da was Neues. Zack. Keine Chemikalien, sehr gut. Dies sieht wie ein winziges Herz aus, mit 7 Kammern und einer einzelnen verlängerten Arterie. Mein Gott. Keine Chemikalien benötigt, sehr schön. So. Warum bringt uns das zu Bereich 4? Oh ja, ich habe eine Shotgun. Stimmt. Da war ja was. French Epstein-Gerät, das ist auch gut. Ja, nochmal mit. Ich werde erstmal speichern. Weil ich bin mir nicht sicher, was gleich passieren wird. Das ist der dritte Simulationscomputer. Scheiße! Haut ab! Ihr ekelhaften Drecksviecher! So. Guckt ihr blöd, ne? Dann nehmen wir unsere Shotgun. Die bringen aber auch nicht sehr viel, ne? Oh, jetzt eine Granate. Wie hoch könnt ihr springen? Seid ihr des Wahnsinns? Ich könnte ja auch mal natürlich hier einmal so ein bisschen Pyrokinese machen. Speichern wir mal ab. Es ist feige, es ist mir aber scheißegal, um ehrlich zu sein. Ach, fuck. Jetzt irgendwas mit Impact Damage, das wäre geil. Die alle von den Granaten einfach mal werfen können. So, der ist tot. Ja, ich gucke mir das sofort an. Ich habe gerade andere Probleme. Wobei, ich stehe gerade auf der Latte. Eigentlich bin ich hier sicher, ne? Oh, Entschuldigung. Schon wieder Psy-Kräfte verschwendet. Bis zum geht nicht mehr. Ich bin ja glücklicherweise jetzt auch nicht mehr so darauf angewiesen. Das ist das Schöne. So, gleich mit dir. Die halten viel zu aus, die Penner, ey. Was sind Spinnen, ne? Was ist denn gut gegen die? Mein Kristall vielleicht hier? Der Anadin-Kristall? Weil letztes Mal, da hatte ich, glaube ich, die Möglichkeit, den relativ schnell kaputt zu machen, aber Projektilwaffen bringen nichts. Laserwaffen bringen nichts. Und so ziemlich noch weniger als nichts. Du bist der Letzte. So, vielleicht ist meine Psy-Kraft zwar weg, aber hey. Mach's so. So. Gehen wir mal. Sollen wir uns mal dem wenigstens mal widmen im Zweikampf? Ja. Okay, der Kristall ist ziemlich gut sogar, tatsächlich. Spinnmonsterorgan will ich nicht haben. Ja. Die auch nicht haben. Das ist so dunkel hier alles, ne? Antitoxinserum. Ja, hervorragend. Das fressen wir doch direkt mal. Ah, Dankeschön. So, okay. Das heißt, hier muss ich den interpolaren Simulationsschiff rausballern. Ach, guck mal. Miserabel. Ich habe gar keine Pistole mehr, ne? Interpolierter Simchip erforderlich? Den haben wir doch schon. Zack. Hier ist einfach mal nichts. Die sagt gar nicht, dass ich jetzt den zweiten jetzt fertig habe. Bringt es was, das zu hacken? Ich weiß es noch nicht.
Ich lasse ihn erstmal weg. Ich weiß auf jeden Fall, jetzt haben wir hier eine Sicherheitsstation. Ist ja auch nicht verkehrt. So. Und alle hopp. Hopp, habe ich gesagt. So. Dann haben wir aber noch einen Korridor, den wir noch erkunden können. Möchten, sollten. Oh, guckst du denn jetzt her? Die sind voll friedrich, die Affen auf einmal. Genau, voll friedrich sind sie. Heißen alle Friedrich. Es gibt hier übrigens ein ziemlich geiles Easter Egg, was ich leider verballert habe. Ich habe mich nämlich letztes Mal, also seit der letzten Aufnahme, mal so ein bisschen informiert, ob es hier irgendwas gibt, was, ich sag mal, zeigenswert wäre. Und da gibt es ein ziemlich cooles, stimmt, da war ja doch noch was, ne? Ziemlich cooles Easter Egg, nämlich, dass man, ja, ganz am Anfang, wenn man sich, also wenn man hier dieser Rekruten, Dingens ist, sag's schnell, Rekruten-Anheuerungsgeschichte, ne, wo man sich dann auch entscheidet, von wegen, ja, welche Richtung möchtest du einschlagen. Da gibt es irgendwo auf der Straße, sind wir kurz draußen, gibt es einen Basketball zu finden. Und diesen Basketball, den hätte ich eigentlich mitnehmen können müssen, um das Easter Egg zu sehen. Aber das ist dann mehr, wenn wir dann auch an der Stelle sind, wo wir den hätten einsetzen müssen. So, aber jetzt können wir zum Beispiel, haha. Ich kann eigentlich auch, ich bin auch ein bisschen blöd, ne? Ich kann auch zwei gleiche eigentlich da reinnehmen. So. Jetzt müsste mir eigentlich das Hacken etwas einfacher fallen. So, was haben wir denn? 5 Abwehrknoten, okay. Leck mich. Leck mich. Ja, super. Nein! Warum tust du mir das an? Aha. Mhm. Nein? Ja? Nein! Ich hasse es. Es kann nicht sein. Ich bin echt zu blöd, das zu verstehen, ne? Wie das mit dem Hacken hier richtig funktioniert. Ich dachte vielleicht erstmal einfache Mathematik, ne? 50%, das heißt jeder zweite wird weiß. Aber nein, so ist es auch nicht. Ach ja. Ja, danke schön. System deaktiviert. Möglicherweise habe ich ja mehr als genug Naniten. Da ist das schön, ne? So. Hurtig. Na gut, soweit ist der Weg ja jetzt nicht. Ich werde die Dinger gleich jetzt mal schön direkt vernichten, das Scheißteil. Laserkanone gefallen mir nicht. Die sind mir sehr suspekt. Was ist das? Achso, das ist die kaputte Kamera. Ich hänge gerade ein bisschen mit der Maus fest. So. Und ein Affe ist ja auch noch am Schlüssel. Warum war der schon beschädigt? Nein. So. Wo ist nur ein Affenhirn? Ich mache mir ja auch Chips dabei. Das kann ja auch mal ganz interessant sein, vielleicht. Er ist zurück. So. Und. Mach weiter, Rebecca. Geh weiter. Geh zu den Rettungskapseln auf dem Kommandodeck. Wir können starten. Den Toaster so einstellen, dass wir in 30 Jahren aufwachen. Und bevor wir uns versehen, sind wir wieder auf der Erde. Ein Toaster für zwei, Baby. Da müssen wir hin. Hört sich das gut an? Also los. Bange machen gilt nicht. Bange machen. Geiles Wort. Ich habe gerade Kaffee getrunken, deswegen konnte ich nicht rechtzeitig runterscrollen. Hallo. Das ist nicht dein Ernst, Alter. Jetzt hat er mir auch noch eine gegeben. Ah, guck mal. Du hast ihn wieder Bugs gelegen. Irgendwo wird hier noch ein Killer-Cyborg sein. So. Hi. Na? Scheiße. Ich bin aber auch... Wow. Ich habe mich getötet. Sehr gut. Hast du nun davon? Selbst schuld, Kollege. Ich hab doch die Sicherheits... ich hab's doch gehackt. Ja, es war vielleicht ein bisschen dumm von mir. Geb ich zu. Ich hab gedacht, der hält doch einen Schlag mehr aus. Aber hey, so war es dann halt eben nicht. Ja, komm, gehen wir erstmal hier entlang. Guck uns erstmal den unteren Bereich an. Ah, guck mal, der Schießbahn, auch nicht schlecht. Aber sonst gab es jetzt erstmal nichts. Vielleicht nochmal eine Waffe oder ein bisschen Munition, könnte ich mir vorstellen. Hab ich hier schon gelootet? Jupp. Du hast auch noch ein Organ.
ist nichts. Alter, warum räumen die denn hier so gut auf? Unfassbar. Schlafkabinen, gucken wir mal. Die werden nicht mehr überwacht. Das finde ich schon mal sehr zuvorkommend. Jetzt mit dem ganzen privaten Scheiß hier raus. Scheiße. Wo kam der denn jetzt her? Ich hab ihn nicht gesehen. Ja komm, dann frisst doch mal ein Stück Heilung. Ich habe genug Spritzen. Ich habe Angst. Ich weiß nicht, woher er kam. Da ist er. Überwachungssystem aktiv. Wir finden nichts. Ich die hier auch. Wie du fliegst. Baut! Was? Wo lebst du noch? Auf damit. So. So, wir können mal unsere Forschungsergebnisse einmal kurz ansehen. Ach ja, ist ja gut. So, was kann das denn hier? Zusammenfassung, Annelidenschwärme können durch keine uns bekannten Mittel beschädigt werden, aber haben aber nur eine kurze Lebenszeit. Annelideneier enthalten oft nützliche Organe, doch müssen sie sie vor der Zerstörung durchsuchen. Obwohl dieser fliegende Organismus klein ist, enthält er eine komplexe DNA-Struktur, die auf ein viel höher entwickeltes Wesen hinweist. Jedes dieser kleinen genetisch männlichen Wesen ist, oh, nur männliche, okay, mit dem Schwarm durch eine subpsionische Verbindung vereinigt, die gegen normale psionische Angriffe und Störungen immun ist. Die analytischen Schwarmwesen scheinen lediglich als lebende Waffe zu dienen, da ihre Zellen nur über eine genetisch programmierte Lebensdauer von einigen Sekunden verfügen. Während dieses Zeitraums werden sie von Menschengewebe angezogen. Ja, super. Da sie verzweifelt versuchen, ihr kurzes Leben durch Nahrungsaufnahme zu verlängern. Die Eier, aus denen diese Wesen schlüpfen, enthalten oft Organe, die nützlich sind, doch es darf das Ei nicht durch Kampfverwirkung zerstört worden sein, okay? Empfehlung, man sollte den Analytenschwarm am besten vermeiden, da die Wesen bald nach dem Ausschlüpfen sterben werden. Verschwenden sie keine Munition. Das heißt, wenn sowas mal passiert, einfach rennen. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Zack. Und Dankeschön. Nein. 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 Auch nicht. Okay. Aber eine Seite haben wir noch. Ich bin zuversichtlich, wir finden noch ein bisschen was Schönes. Da siehst du mal. Was ist das hier? Boah, ein Boost-Implantat. Sauber. Dann nehme ich aber gleich nochmal das Ausdauer-Boost-Ding wahrscheinlich als zweite Waffe. Als zweites Modul. Sieht das mit den zwei Modulen war doch gar nicht so eine schlechte Idee eigentlich. Das ist schon in Ordnung. So. Guck mal, aber direkt wieder ein bisschen mehr Energie. Hat sich das jetzt hier gelohnt? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Hier war jetzt irgendwo eine Kamera. Da muss ich gleich auf. Alter, wie hat die mich denn so schnell gesehen? Das ist unglaublich. Ist noch gelb, nee, ne? Willst du mich eigentlich verarschen? Jetzt mal ohne Scheiß. Die war doch wieder okay. Ach, komm, laufen wir jetzt hier erstmal noch ein bisschen durch die Gegend. War ich da in den Räumchen hier schon? Ja, ne? Ach so, hier bin ich, okay. Ich verstehe. So. Kleines Drecksteil. Wo bist du? Nee. Ich bin hier falsch. Entschuldigung. Mein Fehler. Schnauze. Reactivate. Ah. Hallo. Hi. Bitte treffen Sie Ihre Auswahl. Ich höre hier Sachen. Ich weiß nicht, was ich hier höre. Ab. Scheiße. Wie viel zieht die ab? Blöp. Ich hasse euch. Komm her. Scheißteil. Los ab! Das ist unglaublich viel Haushalt, ne? Einfach mal ein verkacktes Magazin von einer Shotgun. Das ist doch nicht normal. Leck mich am Arsch. Oder? Machen wir mal Folgendes. Wir haben noch hier... Wo sind hier unsere Harry Epstein-Geräte? Da, oder French Epstein. Gucken wir doch mal nach. Warte mal. Beziehungsstufe 1. Was sie mit ändern? Ach so, okay. Ja, halb so wild. Ich würde nämlich gerne einmal unsere Shotgun verbessern. Und die Laserpistole auch nochmal. Sauber. Das sieht man doch gerne. Komm, ich möchte mich noch einmal schön begrüßen lassen. Bitte treffen Sie Ihre aus. Immer so nett, ne? Ja, okay, da komme ich nicht durch. Oh! Ups. Ich kann es hacken.
35%, 7 Cyberabwehrknoten. Ihr habt doch echt Lack gesoffen. Das kann nicht sein. Düpp, düpp. Oh. Sag mal. Döp, 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 döp. Dankeschön. Zugangssicherheit gestört. Zugangssicherheit gestört. Was zum Teufel ist das?